spannend, oder? Rund um meinen nächsten Gast kann man eigentlich sagen, es ist so ein bisschen ihre Lebensgeschichte wie ein Märchen aus «Tausend und eine Nacht». Als armes Mädchen in der Sowjetunion in Moskau aufgewachsen, hat sie von Freiheit und von Mode geträumt. Dann ist sie eine Studentin geworden und ist in einem Kofferraum in den Westen geflüchtet, in die Schweiz genau gesagt. Da hat sie nicht nur gemodelt, sondern sie hat auch noch ein Sprach- und Literaturstudium gemacht und ist in der Zwischenzeit dreifache Mutter und hauptsächlich ganz offensichtlich eine erfolgreiche Modeunternehmerin mit Geschäften in Hongkong, in London, in Monaco und auch hier in Zürich. Und jetzt gehört natürlich zu so einem Märchen auch noch ein Schloss. Das hat sie sich also gerade vor kurzem gepostet. Ja. Und dahinter steht die Frau, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Herzlich willkommen, Olga Roh. Frau Roh, guten Abend. Freut mich. Wenn man so die Geschichte Revue passieren lässt, oder? Von Moskau zur grossen internationalen Modeunternehmerin, müsst ihr euch zwischen die Augen reiben und sagen, ist das alles wahr? Oder genau, ist das Märchen? Das hört sich wirklich unglaublich an. Ich habe es mir auch gerade angehört. Aber ja, ich war wahrscheinlich so eine Art Prinzessin auf der Erbse. Ich bin wirklich in Moskau aufgewachsen, in einem Stadtpalais. Nicht weit von einer in 36 gesprengten Kathedrale, wo Napoleon in Stück eigentlich geträumt hat, nach Paris mitzunehmen. Das ist Notre Dame de Moscou. Und ja, das ist ihm nicht gelungen. Und für mich ist es natürlich nicht besonders vorteilhaft gewesen, als Adelige aufgewachsen zu sein, weil das ist nicht gutiert gewesen von der damaligen Regime. Also gehen wir zurück in die Kindheit. Erstes Kapitel, ehemals adlige Familie, muss sozusagen in ihrem Palais irgendwo in einem Verschlag wohnen. Ist das so gewesen? Wie seid ihr als Mädchen aufgewachsen? Es war so, genau. Wir mussten ein Haus mit 43 weiteren Familien teilen. Und meine Urgroßmutter hat das wunderschön, offenbar, ich war noch nicht dabei gewesen. Sie hat gesagt, die Bolschewiks hat exzellenten Geschmack gehabt. Sie hat die zuerst Sautern abgetragen und dann den Rest getrunken. Also das ist das, was im Weinkeller rauskam. Dann hat man geträumt von Freiheit und von Mode. Dazu mal habe ich geträumt vom grenzenlosen Leben, grenzenlosen Reisen. Träumt von dem, was ich jetzt locker darf machen. Dazu mal ist es absolutes Tabu gewesen. Hat er dir auch Baby angelegt? Ja, natürlich auch regelmäßig Vorhänge kaputt gemacht, um meine Spitzenkleidchen für die Puppen zu nähen. Das gehört zu jedem Kind, zu jedem Mädchen. Kapitel 2. Junge Frau studiert in Leipzig Sprache und flüchtet im Kofferraum von einem Auto in Westen. 1989 ist Mur gefallen. Wenn ich euch anschaue, ist das sicher nicht vor 1989. Das war 1990. Und ich bin nach einem Tagesausflug nach Berlin, West-Berlin. Das hätte man können? Das hätte man für die DDR-Deutschen können vorstellen, hat man sich vorgestellt. Für die Russen war das nicht erlaubt. Das war sozusagen ein Kapitalverbrechen gewesen. Und nach dem Fall bin ich exmatrikuliert aus der Uni Leipzig. Und dann ist mir nicht so grosse Wahl geblieben. Ich musste fliehen. Also, entweder hätte er zurück müssen auf Russland oder er sagt, jetzt packe ich den Koffer. Genau. Jetzt, wie landet man in einem Kofferraum von einem Schweizer Auto, das einem ins Emmental bringt? Kapitel 3. Das war auch so eine abenteuerliche Geschichte. Und ich habe die Schweizer Familie, also die Person aus dieser Familie lernen kennen in Berlin, in West-Berlin. Und der hat mich in Leipzig besucht, gerade drei Tage nachdem es passiert ist. Und dann hatte ich natürlich schon keinen Pass gehabt. Ich musste den Pass abgeben. Ich durfte mein Studium nicht mehr weiterziehen. Und dann habe ich nicht weiter überlegt. Also mit 19 überlegt man sich nicht zu viel. Steigt man jetzt in den Kofferraum und fährt weg über zwei Staatsgrenzen. Hoffentlich war es ein grosses Auto gewesen. Es war die zweitbeste Wahl in dieser Begegnung, schicksalhaft für mich. Ich habe mich für das Auto entschlossen, das zurückgefahren ist zu mir, um mir bequemer zu machen. Kapitel 4. Ja.
Der Schmuggler wird der Mann. Richtig. Da bin ich über die zwei Staatsgrenzen in die Schweiz gekommen. Bin ich von der Familie aufgenommen worden. Und, im Emmental. Im Emmental, genau. Habe ich aber nicht dürfen studieren. Ich bin einfach mal so ein illegales Kind gewesen, also wirklich ein naives Mädchen. Und ich habe wirklich gedacht, ich könnte locker weiter anschliessen und in Bern studieren. So war es nicht. Und dann musste ich 6 Monate abwarten, bis das durfte. Aber am Schluss hat dann man kommt die schöne Fee. Die schöne Fee ist gekommen, hat einen Pass gegeben, hat die Möglichkeit gegeben, zu studieren. Vom Rektor von der Uni Bern. Und hat mir einfach die grossartige Chance erlaubt, die eidgenössische Maturitätsprüfung noch mal abzulegen. Also mein Studium ist nicht akzeptiert worden, aber ich durfte noch mal die Maturitätsprüfung ablegen und angefangen, Schweizerdeutsch zu lernen. Dazu mal ist es perfektes Berndeutsch geworden, dank den Liedli von Manu Matter und Taburettli und all der ganzen. Das war herrlich, wunderbar. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Ihr habt noch gemodelt und jetzt ist plötzlich ein neuer Prinz aufgetaucht. Im Bahnhof zu Zürich. Zwischenzeitlich habe ich doktoriert und dann sehr erfolgreich gemodelt. Und eigentlich als Russin war ich sehr etabliert in der Schweiz. Und meinen Mann habe ich wirklich am Bahnhof Zürich lernen können. Das wäre jetzt der zweite. Das ist das Kapitel X, genau ja, jetzt. Genau. Und der ist da gestanden unter einem Poster, unter einem Plakat mit meinem Gesicht drauf. Was hat er Werbung gemacht? Ich glaube, das war die Riesen. Irgendso. Bürsten oder Zahnbürsten? Ja. Also, ihr seid durch den Bahnhof gelaufen, ein Mann schaut das Plakat an und ja. Dann ist er mit mir in den Zug gestiegen und mit dem Zug fahren wir schon seit mehreren Jahren zusammen. Ja, aber jetzt haben wir da etwas ausgelacht. Also, dir steht unter einem Plakat, ein Mann kommt und sagt, seid ihr nicht das Fräulein von da oben? Oder wie ist das gegangen? Das ist sehr. Das ist wirklich offensichtlich. Er hat es von weitem gesehen und dann hat er mich angesprochen. Und ich habe im Zug ist es passiert. Und ich habe natürlich gelesen, irgendwie Musik gehört. Ich habe nicht irgendwie gewartet, dass mein Merli-Prinz auf mich zukommt. Ja, das wäre aber der zweite Prinz. Er war ja zu dieser Zeit gar kein Merli-Prinz. Er war ein ganz junger Anwalt und gerade arm wie ein Killemaus. Das hat passt. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Auf den ersten Plakatblick wahrscheinlich. Ja, auf den ersten Plakatblick. Gegenseitig. Ja, natürlich. Es gibt ja eine Kollegin, ich möchte euch jetzt nicht mit der vergleichen, auch aus dem gleichen Hintergrund von Russland, die sagt, Ehe ist für mich ein Geschäft. Traurig für sie. Eben, gell? Ganz traurig. Ich finde, so zu leben, es ist ganz emotionslos und aussichtslos irgendwie. So lebe ich ganz bestimmt nicht. Man hat ja so ein Klischee, oder? Dass man sagt, schöne russische Frauen angeln sich einen reichen Schweizer Mann und dann geht das Märchen, das Leben in Rosa richtig los. Das war bei euch nicht der Fall. Absolut nicht. Und ich bin froh, dass das nicht so hätte müssen sein. Also, ich kann jetzt nicht für die andere oder gegen die andere reden, aber es wäre jetzt für mich ganz bestimmt nicht nicht Alternative zu meinem heutigen Leben geworden. Jetzt habt ihr wirklich, jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, das ganze Märchen-Geschichtchen weitergeschrieben. Ihr habt angefangen als Modeunternehmerin. Das war wirklich mein Lebenstraum. Und das habe ich mir schon seit meiner Kindheit geträumt, Designerin zu werden. Und das ist dann ein bisschen realisiert worden. Das ist ein Herzbusiness, oder? Also alle tummeln sich da, die grossen Marken sind unterwegs und man muss sich behaupten. Wie schafft man das? Ich glaube, da schafft man es ganz einfach, wenn man nicht auf Konkurrenz schaut und sagt, das ist meine Konkurrenz, ganz schlimm. Ich sehe das ganz positiv und ich nehme das als interessantes als Spiel. Als das, was ich dürfen machen, das ist ein sehr aktives Kunstleben. Das ist wirklich Kunst, aber aktiv interpretiert. Mhm. Also mit Models, mit Kleidern. Das ist lebendig. Und da darf ich noch weiter träumen. Und außerdem
denke jetzt mal, dass ich einen Lebenstraum ausgesucht, ein Hobby zum Beruf ausgesucht habe. Und somit muss ich gar nicht jammern und sagen, jetzt muss ich arbeiten. Ich darf und ich freue mich, dass ich das darf machen. Es ist ja so, in der Zwischenzeit ist euer Mann auch so ein bisschen zu Geld gekommen. hilft das Modegeschäft auch finanzieren? Ist das nicht auch eine Belastung in der Beziehung? Bis jetzt hat sich das gut eigentlich gehalten. Und es hat nicht irgendwie müssen kollidieren, dass man ein gemeinsames Ziel hat und das Modeunternehmen, eigentlich mein viertes Kind, sage ich jetzt, meine Modelinie. Und das machen wir zusammen, im Gespann. Der chattet sozusagen auf der ganzen Welt umeinander. Seid heute von Hongkong gekommen und geht richtig, morgen wieder. Ganz genau. Jetzt fehlt ja in diesem ganzen Märchen noch das Schloss. Ja, in meinem Anpostleben muss ich unbedingt irgendwie etwas Spezielles erlebt haben. Und das ist der Traum von meinem Mann, Kindheitstraum von ihm. Er hat auch als Junge, als Bub, hat er sicher von den Rittern und Burgen geträumt. Und dann haben wir uns ein Schloss in Schottland gekauft. Das ist eigentlich eine Ruine, aber 500-jährige Ruine. Und es spuckt, es gibt drei Geister drinnen. Beweisen bei Schotten, die schwören, dass das drin sind. Aha. Also man kauft sozusagen ein Schloss mit der Garantie, drei Geister inklusive. Inklusive Samoyed. Überlegen Sie sich, das ist unglaublich, ein Samoyed-Hund drin zu haben. Und das ist eigentlich ein russischer Hund. Also es passt alles zusammen. Ein Geist ist russisch? Ein Geist ist russischer Hund. Hund? Okay. Hat er schon mit ihm Kontakt aufgenommen? Ich habe ihn noch nie gesichtet, aber vielleicht kommt er auf mich zurück. Du hast gesagt, es ist eine Ruine. Die kann man ja noch relativ günstig kaufen. Ab dem Moment, als man es gekauft hat, wird es teuer. Es wird immer mehr und immer aufwendiger, wenn man das richtig anschaut. Das ist noch eine andere Geschichte dahinter. Das ist ein James Bond-Prototyp, dem das gehört hat, die Ruine. Und der Autor von James Bond-Geschichten. Er hat eine grossartige Freundschaft zu dem Vorbesitzer unterhalten. Und das ist offenbar noch mehr als nur ein spuckendes Schloss. Das ist auch James Bond Prototyp Schloss. Also interessant, alle beiden. Ja, es könnte ja nicht einfach ein normales Schloss sein in Ihrem Leben. Das ist ja ganz unmöglich. Was ist das nächste Projekt? Das lasse ich mir unbedingt einfallen, weil ich bin schlaflos. Mhm. Ich schlafe noch 4 Stunden in der Nacht. Ich meine ganze Familie stören und dann in der Zwischenzeit mache ich Designs oder überlege mir, was ich als Nächstes anstelle. Also langweilig wird es nicht in der Familie roh? Nein, wird auch nicht, weil wir haben viel Möglichkeit für ein Ventil, Sport und das Leben mit. Und werdet ihr im Schloss wohnen oder ist das einfach? Wir werden das besuchen. Mhm. Wir werden es bestimmt besuchen, wir werden das sicher. Den Gespenstern einen guten Abend sagen. Unbedingt. Dem Hund etwas zu essen herstellen. Absolut, sonst wird es zubissen. Ja, genau. Und Heiliger Gral kommt auf uns zu. Ich weiß nicht, was alles auf uns zukommt. Aber es ist bestimmt. Kinder kommen immer mit oder wie löst ihr das Problem? Je nachdem, wenn sie gerade nicht in der Schule sind, dann reisen sie mit mir, wie so eine Zigeunerbande. Mhm. Also da sind wir natürlich immer fest unterwegs. Wir machen das gerne. Ich bin sehr beeindruckt und ihr habt ganz offensichtlich euren Mädchentraum verwirklicht. Und ich hoffe, dass es kein böses Ende mit irgendeiner Hex gibt, die da noch dazwischen funkelt, sondern lauter Engel irgendwo noch unterwegs sind und helfen, dass das Märchen gut ausgeht. Herzlichen Dank. Danke vielmals, Frau Roh. Alles Gute. Vielen Dank für eine gute Reise. Danke. Zurück auf Hongkong. Danke.